Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3, mit mir dem Gönner auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit Nkari in der Swinger Club Challenge und wir verteidigen uns gerade am Rammlerhof gegen Eltharion, den Grimmigen. Der hat fast nur Kavallerie und natürlich auch diese unfassbar ätzenden Riesenadler. Ja, wir versuchen, was geht. Wir müssen mal gucken, was wir da machen können. Ne? Also die Adler sind, die sind unfassbar ätzend, wenn die KI die hat. Wir haben ein bisschen was an Verteidigung, Seegarde. Durch unsere Verbündeten, das ist nicht so verkehrt. Er hat noch hier so einen dreckigen Lehrmeister von Hoeth. Er geht mir jetzt schon auf den Keks, aber müssen wir mal gucken, was wir mit dem so oder gegen den so verteidigen müssen. Und können. Wir müssten auf jeden Fall verhindern, dass er hier den Siegpunkt einnimmt, um den dann zu erobern. Also den müssten wir auf jeden Fall verteidigen. Das ist halt noch die Frage, wie wir das machen. Ich bin in der Regel nicht der große Freund dafür, die Mauern zu verteidigen. Da wir aber Seegarde haben, die kann man echt gut auf eine Mauer draufstellen. Ne? Die haben halt natürlich einen Speer, sind halt halbwegs gut im Nahkampf. Ne? Sieht man hier ja auch. Und guck mal, oh, wow. Wir haben hier... Okay, die Dämonetten bitte auch. Die schießen ja nicht, ne? Okay. Ich stelle mal da hin. Und was will er dann da machen? Was ist das? Okay. Ja, die Seite ignorieren wir. Die Seite ignorieren wir. Okay. Ja, hier hin und hier hin stellen bitte. Die stellen wir auch hier oben drauf. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Warte mal, aber das sind nur diese... Einmal Agentgarde und einmal Speerträger, ne? Ja gut, ergebene Barbaren, die... sind jetzt tatsächlich auch nicht so gut, ne? Aber das Gefecht wird hier entschieden werden. Ich weiß nicht, wir können die auch hier draußen aufstellen. Und sagen, wir versuchen hier das, ne, hier die Adlerklauen, Speerschleuder anzugreifen. Weiß ich nicht, bringt uns das was? Bringt uns nichts, ne? Jetzt kommt das Blödeste an der ganzen Sache. Wir müssen gegen Eltharion kämpfen. Das ist unfassbar blöd. Aber okay. Wir starten mal die Aufstellung. Jetzt können wir auch anfangen, so ein paar Türmchen zu bauen. Wie viele Vorräte haben wir? 1000. Okay. Was ist hier? Magieturm. Normaler Magieturm. Okay. Willst du mich verarschen? Was hat er für eine Reichweite? Keine. Was hat er für eine Reichweite? Nein. Okay, Gefecht starten, los geht's. Schneller.
Hauptsache Einheiten vernichten. Na, diese Drecksadler. Immerhin, ich habe das erste Mal in meinem Leben den Eindruck, hier eine Mauer halbwegs verteidigen zu können. So, sehr ungewohntes Gefühl. Gleich schon mal ein Tausender über. Die Frage ist, was bauen wir damit, ne? Türme. Normale Pfeiltürme. Weißt du, Masse statt Klasse, Hauptsache Geschosse. Naja, wir laufen mal hier weiter. Obwohl, warte, vielleicht bleibst du hier in der Nähe. Ja, die müssten das eigentlich sogar hinkriegen, ne? Ach, das ist ein Rambock, was der da hat. Ich dachte schon. So, der will doch jetzt bestimmt irgendwie hier die Heldin killen, oder? Nicht so ganz. Ja, reduziere mal die Nahkampfabwehr. Ja, komm du mal runter, du bist nämlich gleich dann Fritte. Greifen an. Komm du mal da raus. Ja, wir haben auch viel Munition bereits schon weggeballert. Schwäche noch mal ein bisschen. Ach, da sind auch hier die weißen Loser. Greif du den hier an. Das ist aber gerade tatsächlich mal wieder gar nicht, was da so genau jetzt... Ja, das war ganz gut mit dem Zauber hier. Komm du hier rüber. Komm du hier rüber. Immerhin, ich glaube, wir haben ganz gute Schüsse hier auf seine Ballista. Mach hier eine Mauer dazwischen und hier auch noch. Ich weiß nicht, wo können wir denn noch Türme hinbauen hier? Hallo? Da? Baust du mir da noch einen hin? Und, wo bauen wir noch Türme hin? Na, den hat er gleich eingenommen, den Versorgungspunkt da hinten. What? Okay. Der hat das tatsächlich geschafft. Ja, versuch den... Versuch den halt nach Möglichkeit... Wie viele Punkte haben wir noch? Okay, wir haben noch 49 Reserve, das ist eigentlich sehr gut. Das da ist lächerlich. Oder ist das Agentgarde? Ne, ist ein normaler Speerträger. Ja, wie ich ja sage, lächerlich. Darunter, du machst hier bitte einfach nur die... Ja, machst hier einfach alles dicht. Du flankierst ihn bitte. Du müsstest da nämlich einen Bonus bekommen. Okay, die sind wieder da. Dann lauf hier durch. Okay, cool. Okay, nice.
So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Also, was hat denn er jetzt noch da hinten? Da ist der Magier und da sind noch irgendwie zwei von den Knilchen. Ja, wir sollten zumindest noch versuchen, hier irgendwie um die Einheiten uns zu kümmern. Komm du nochmal raus. Pass auf, lauft ihr hier hin? Du gehst da rein. Und du versuchst hier nochmal zu chargen. Vielleicht klappt das. Weil wir dürfen uns nicht. Also, das ist ja der typische Fehler. Du darfst dich hier nicht mit einem Kampf gegen Eltharion aufhalten. Der gewinnt ja alles gegen uns, ne? Der ist ja viel besser als unsere Einheiten. Aber wenn wir es tatsächlich schaffen, na, ihn hier. Ja, guck mal. Da, stell die nochmal hier hin. Und die nochmal hier hin. Das ist ja nicht mehr so viel, was er da hat, ne? Mal kurz, lass mich nochmal gerade schauen. Also, wenn ich das richtig sehe, dann müsstest du da einmal so da reinpeitschen können. Genau. Zippy. Guck mal, kommst du irgendwie darüber? Okay. Ja, komm da mal besser wieder raus. Muss jetzt auch nicht übertreiben. Also nicht so krass übertreiben. Okay, er kämpft hier bitte weiter. Nice, okay, das ist gut. Denn wenn die Einheiten wanken, ne, wir kennen das ja, dann erwischen wir ihn. Das Problem ist halt, unsere Einheiten hier, die geben sich keine Mühe, zu uns zu flüchten. Dann macht den zumindest nochmal schneller, dass der es noch in Ansätzen schafft, abzuhauen. So, einen Turm hat er mir doch hier vorhin weggeplättet. Warum kann ich den nicht wieder aufbauen? Oder wo kann ich den wieder aufbauen? Wo war es? Hier, da. Warte mal. Diese Einheit kann sich. Moment mal kurz. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also ich kann hier, kann ich, ne? Aber dieses Menü bekomme ich hier nicht mehr. Das bekomme ich zwar bei der Mauer. Na, aber ansonsten nicht. Ist auch ein bisschen verrückt, ne? Gut, dann machst du mir hier noch einen teuren Turm hin. Ja, weil der gehört zu dem Siegpunkt, das ist okay. Der hilft uns hoffentlich noch ein bisschen mehr. Gut, und dann haben wir ja geschafft, was wir schaffen wollten hier erstmal. Und dann können wir jetzt hier hoch. Flüchtenden Einheiten kommen wir da auch hier hin. Was kannst du nochmal? Angriffsbonus und Führerschaft, Geschwindigkeit und Nahkampfangriff für Gegner reduzieren. Das klingt ganz gut. Wir könnten jetzt natürlich auf diese wahnwitzige Idee kommen. Oh Gott, das ist gar keine gute Idee. Du kommst. Also, die ist auch wahnwitzig, aber bitte so. Ja. Auch wahnwitzig, aber nicht so wahnwitzig, bitte. Genau, ja, du musst irgendwie hier hoch. Ja, hier hin, komm. Go, go, go. Ja, schießt du mal auf ihn, weil gegen Eltharion brauchst du auch nicht antreten. Kannst du den noch wegschießen, irgendwie? Oh, Kacke. Alter, der. Guck mal hier, wie der versucht, jetzt die Heldin da zu snipen, ne? Ey, das ist so ein räudiger. So ein räudiger Lurch, ne? Was für ein Lurch. Ja, jetzt quäl dich mal da durch diesen zähen Einheitenpulk durch. Du ballerst bitte jetzt auf den hier. Und zwar ganz schnell. Go. Keine Ahnung, nimm die Einheit mit. Ich meine, ist ja klar, dass er versucht, die Anführerin hier umzumangeln. Und dass alle meine Einheiten jetzt an Eltharion festkleben, ist auch vollkommen klar. Denn das ist das Spiel, ne? Einheiten bleiben hier immer an irgendwelchen anderen Einheiten kleben.
das dümmste Einheitenaufstellung, die ich in der Geschichte von Warhammer gesehen habe bisher. Danke, das ist besser. So, Einheiten babysitten, ihr wisst es, ich liebe es. Keine Ahnung. Man kämpft immer gegen den Penner. Weiter, weiter, weiter. Naja, du kannst gegen ihn hier kämpfen. Okay, das, dann haben wir den Typen da geschafft. Du bleibst mal hier noch stehen. Einfach nur in der Nähe, damit wir ihm noch die Debuffs geben können. Komm da jetzt hoch! Alter, was ist das denn wieder? Ja, oh, praktisch, dass der diesen Spell da kann, ne? Da würde ich mich aber auch gut fühlen. Ja, mach den Zauber hier noch nicht. Genau, schleich du dich mal hier auf der Seite vorbei. Ich glaube, das wird Eltharion ziemlich triggern. Nope. Keine Lust. Schieß auf ihn. Und Peitsch, komm. Peitsch rein. Peitsch. Oh Gott, war das scheiße. Kannst du auf ihn schießen da oben? Okay, nimm den Punkt hier ein. Oh, was für ein räudiger Mist, ey. Hat er das jetzt mit dem Charaktermodell hier gecappt? Ah, so ein Dreck. Komm, weiter, weiter, weiter. For Beauty. Gib ihm noch einen Debuff. Ja, lauf einfach weiter, komm. Das ist echt einfach nur Armut gegen Elend, ne? Das ist sehr risky hier mal wieder. Ich kann die Einheit hier nicht auswählen. Jetzt kann ich sie auswählen. Komm her. Sexy Floor. Peitsch. Komm zurück. Ja, wahrscheinlich verlieren wir es am Ende sogar noch durch die Moral, ne? Ja, und zum Glück haben wir noch ein, wir haben noch ein bisschen was an Machtpunkten, aber... Krass, wie der einfach seine Einheiten so safen kann, ne? Und unsere Bogenschützen sich so unfassbar dämlich dahinstellen, aber okay. Kannst du bitte noch auf den da schießen? Warum lebt der da noch? Ja, das sind Capturen, war nicht mehr zurück. Aber ist okay. Also, ja, man hätte es wahrscheinlich auch gewinnen können. Aber, ja, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt... ich sehe jetzt halt auch nicht unbedingt, wie wir gegen seinen krassen Helden hier irgendwas reißen können, ne? Also, wir würden das gewinnen, wenn wir noch mehr Türme hätten. Krass, dass wir den nicht abschießen können, ne? Okay. Kommt hier hoch. Die Einheiten-Wegfindung, die wird uns das Spiel hier auch entsprechend schwierig machen.
Lauf hier runter. Denn unsere Einheiten werden wahrscheinlich einfach viel länger brauchen. Oh Gott, Alter, was war denn das gerade für ein Damage-Spell? Unsere Einheiten werden wahrscheinlich viel länger brauchen, um seine Einheiten zu erreichen, ne? Hier hat es sich mal halbwegs gelohnt. Aber schaut mal, wir treffen die auch nicht. Ich meine, das waren 22 Einheiten. Wir schießen da ja schon seit einer Minute drauf. Na? Naja. Komm da runter. Fehlt ja nur noch, dass der gleich anfängt, hier die Türme zu bauen. Ja, hier hin bitte, komm. Schon irgendwie so den Punkt hier musst du schon... Oh Gott, und weg ist er. Und komm, und ward nicht mehr gesehen. Ja gut, das gehört halt auch leider dazu, ne? Ich glaube, wir müssen das ein bisschen beschleunigen, ne? Oh Gott, sind unsere Einheiten noch so langsam. Guck sie an, das sind immer noch 4 Einheiten. Okay, vielleicht machen wir es jetzt ein bisschen lang... Kacke. Wir waren so kurz davor, es zu kriegen. Okay, gut. Ja, dann kommen sie mit den Einheiten hier hin. Wie viele Punkte haben wir noch? 12. Okay, das wird nicht mehr reichen. Schade, aber okay. Ja, dann ist es halt so. Ich meine, ich glaube, wir haben uns teuer verkauft, ne? Er wird da so schnell nichts mehr machen können. Ich meine, er hat viele Einheiten verloren. So. Cool. Ich meine, er hat immerhin nur 5 Einheiten übrig behalten. Und das, glaube ich, ist ein ordentliches Ergebnis. Er hat's auch. Er hat den Rammlerhof besetzt. Okay, wow. Igitt, ja, hasst mich jetzt, okay. Ja, weil wir die Elfen alle vassalisiert haben. Du willst, dass wir gegen Mama aus Danke kämpfen? Auf gar keinen Fall. Die wird uns so oder so noch den Krieg erklären, weil wir ja alle Elfen vassalisieren. Militärbündnis, sorry, Better Core, nee, nee. Okay. Nemesis Krone versiegelt. Durch den Eishof. Ja, Zafari verliert jetzt leider seinen Außenposten. Das ist ein bisschen schade. Oh, das große Spiel. Ein neuer Gott erhebt sich. Slaanesh. Das sind wir. Das sind wir. Ich bin das. Gut, was könnten wir jetzt hier machen? Wir könnten dieses Kampagnenobjekt mitnehmen. Um auf dem Weg irgendwie noch den Schrein des Loeg irgendwie mitzunehmen, ne? Das macht nicht so den riesen Unterschied, ne? Okay, wir müssen kämpfen. Cool, wir können 2 Einheiten übernehmen. Und dann nehmen wir die Artillerie. Was hat er noch? Was hat er noch für fiese Einheiten hier? Handkanonen, ja, die haben halt so eine kurze Reichweite. Die bringt, also tatsächlich, die sind halt wirklich sehr verheerend im Nahkampf, ne? Aber sie bringen uns relativ wenig gegen die Zombie-Piraten-Artillerie. Sie bringen uns etwas, wenn wir hier in die so seitlich reinballern, ne? Ah ja, komm, dann versuchen wir es mal. Versuchen wir es einfach mal. Wir haben noch nicht gegen Zombie-Piraten gekämpft. So, da machen wir einfach direkt los, würde ich sagen, oder? Schön starten. Unsere Kanone. Wir können sie ruhig schon offensiv aufstellen. Das ist ja seine Artillerie immerhin. Ja, die sollen ja in die Seite reinschießen, deswegen stellen wir die auch so ein bisschen auf die Flanke. Aber vielleicht auf die Flanke. Genau. Cool. Die kannst du da hinstellen. Karre hier hin und... So.
Könnt ihr ein bisschen tanzen oder so? Miteinander? Das wäre vielleicht ganz witzig. Hab so eine Ahnung, als ob er näher kommen würde. Komm, wir gucken mal, wie er sich so anstellt. Der Kari. Also, 3, 4, komm mal näher. Jo, genau. Guck mal so. Jetzt sind die auf einmal ganz willig. Oh, du nicht! Hund. Wollte gerade sagen. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen auf diese Deckschützen müssen wir jetzt aufpassen. Naja. Okay, lauf mal noch ein bisschen weg wieder. So, 1. 3. 3. Oh, du kannst noch einen Moment warten. Oh, wir treffen hier aber unglaublich schlecht tatsächlich. Jetzt hier nochmal. Okay. Go. Go. Hihi. Hört ihr mal auf zu schießen, ihr müsst in den Nahkampf. Das sagt zumindest das Regelwerk. Halt, hau ab, du Depp! Was bist du denn für ein Spaten? Was für ein Klappspaten? Guck ihn dir an. Okay. Schattengrube, go. Aber habt ihr es gesehen? Der hat schon angefangen, bevor da überhaupt irgendwas war. Irre. Absolut irre. Massively gestört. Wow, ist der schnell. Von wegen Schattengrube, Alter. Das ist eine Warpgrube. Und weg. Ja, dann komm in die Schattengrube. Wenn du was von mir willst. Da wird er einfach immer weiter ballert. Hätte ich gedacht, ich kann ihm da noch irgendwie in die Seite schießen. Das muss ich aber, glaube ich, alles gar nicht mehr, weil das löst sich gleich alles so. Ja, das löst sich so langsam alles irgendwie in Wohlgefallen auf, ne? Komm hoch, da. Guck mal, der stirbt doch jetzt da oben. Ja, lass, komm. Jetzt kann ich noch meinen Plan hier wunderbar umsetzen. Guck mal, wie schön das klappt jetzt. Langsam war das ganze Gesocks mal ein bisschen. Der löst sich gleich noch auf, da bin ich mir ziemlich sicher. Und schieß.
Hadouken. Hadouken to your face. Und tschüss. So, da sind wir wieder. 222 Kills von der Kanone, Alter, ne? You don't say. Okay, wir nehmen uns auf jeden Fall die Zombie-Sex-Sklaven mit. Ja, das Schreitwagen und der haben. Naja, das Schreitwagen. 6000 und ein Opal-Amulett. Okay. Cool. The Tempter Lord. Yo, das will ich sehen. Hier weiter. Oh, so einfach weiter. Weiter im Programm. Und eine dicke Vorhaut brauchst du, Junge. Das ist ja, ne? Sonst ist das sofort alles abgehobelt. Okay, was machst du? Hm. Ja, keine Ahnung, warum nicht Pavane Slanisch, ne? Also bleiben wir dabei, ne? Drink in my excellence. Penumbrisches Pendel bei dir passt ja auch gut. You may bow. Jo. Also 60 Punkte Rüstung, da hast du schon mal was auf der Pfanne. Den Klingenschild nehmen wir auch noch mit. Nahkampfabwehr jetzt bei 47, okay. Also da muss man sagen, da ist halt einfach, da ist Slaanesh wirklich echt multi-verwundbar, ne? Du hast halt immer am Anfang diese Helden, die zwar relativ gut sind im Nahkampf, aber sau schlecht in der Verteidigung. Und daher dann natürlich auch, auf jeden Fall hier Pavane Slash, und daher dann auch leicht gekillt werden, ne? Weil ihnen fehlt halt der Rüstungswert, ihnen fehlt halt der Nahkampfblock, da fehlt halt einfach alles. Du machst, das ist eine verdammt gute Frage. Also wir bräuchten mit ihr noch mehr magische Reserven, deswegen natürlich, ne, Kanalisierung. Phantasmagorie ist nice, aber zu teuer, finde ich. Mit 14, da sind wir mit anderen Spells noch besser dran. Wir nehmen die Scheidensplitter auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die bessere Option. So, wo wirst du hinwollen? Ich meine, der kann das vergessen, hier irgendwas zu machen. Der rekrutiert zwei Einheiten oder sowas. Könntest du ihn theoretisch angreifen? Of course not. Okay, dann lauf zumindest hier hin und hinterhalte hier mal. Vielleicht passt da was. Oder vielleicht geht nochmal Bellacor hin. Und könnte ich Bellacor noch sagen, dass er das macht? Warte mal kurz. Kriegskoordination? Bellacor. Immerhin ist das doch dein, fucking Kriegsgegner. Was habe ich mit dir da? Was habe ich mit dem, der überhaupt im Krieg bin? Go. Yo. Do you wish to be crowned? Go. Effing go. Lyonesse interessiert. Guck dir das an. Lyonesse interessiert doch niemanden. Wen interessiert Lyonesse? Da packen wir einen schönen Kult hin und dann ist das gut. Oder einen hässlichen Kult, ist mir vollkommen egal. Da packen wir einen Kult hin. Du hierhin. Princess Harold. Jo. Prinzessin Harald kann hierhin. Slaaneshi Harold. Also hier steht, dass du da nächste Runde hinkommst. Then let's effing go. Jau. Alles andere kann warten, oder? Können wir noch Helden aufstellen? Nee. Ich hab's befürchtet. Boah, 4000, ey. Geisterkrank. Geisterkrank. Wie lange baut das Ding? 4 Runden, okay.
Dann brauchen wir Edelsteine. Aus irgendeinem Grund redet gerade keiner mehr mit mir. Ja, und da müssen wir noch Slanesh-Korruption verbreiten, bla bla bla. Go! Morati beendet den militärischen Zugang mit uns. Ha, guck mal, er greift mich an. Alter, du wirst dich sowas von wundern. Ist sich sowas von Wundwundern. Jo. Ach, komm, wir verführen einfach nur die. Wir verführen nur die Artillerie. Aufschwung starten, let's go. So, viel Spaß an den. Viel Spaß an die Popeldreher. Ja, komm her. Also, ich muss tatsächlich sagen, die Hexer sind unfassbar stark, wenn die halt ein bisschen hochgelevelt sind, ne? Die Kurtisanen sind eher so ziemlich schlecht, obwohl sie hochgelevelt sind. Mit dem Streitwagen halt auch eher so Anti-Infanterie-Einheiten natürlich, ne? Oh, wow, ihr trefft echt gar nichts. Maria, guide our aim. Oh, meine Deine, dann läufst du so rum. Guck mal hier, eigentlich auch ganz witzig, ne? Bentley? Fiat. Bentley? Fiat. Oh, weil ich mit der Kamera im Turm drin bin, guck mal. So, siehst du nix und wunderst dich, warum du nirgendwo mehr hinklicken kannst. Geil. Ja, auch ganz bekannter Fehler, ich weiß. Ja, ja, Günner, beschwer dich nicht über sowas. Ja, ein bisschen aber schon, ne? Ein bisschen darf ich mich darüber beschweren, ja? Nee. Let's go. Nö, will er doch nicht? Okay, dann bleib ein bisschen weiter hinten. Kannst du da einmal durchschreddern? Hol dir die physische. Weiter, weiter, weiter. Go, go, go. Alter. Was ist das denn für ein. Soll das ein Streitwagen sein oder ein Kinderwagen oder was ist das jetzt? Ich wollte doch gerade sagen. Ja, wenn du die Micros, dann sind die cool. So, jetzt aber hier. Oh Gott, was war denn das für ein Charge, Alter? Der war mal richtig scheiße.
Muss jetzt wenigstens so drüber fahren. Na also, hier, deswegen spielen wir Streitwagen. Deswegen spielen wir Streitwagen, damit du da drüber und durchfahren kannst. Gatsch. Oh, der war schlecht. Der war gut. So, jetzt können wir auch ein bisschen die Übersichtlichkeit opfern, indem wir jetzt einfach mit allem, was wir haben, da reinbrettern. Klar, einfach durchfahren, Junge. What? Da ist noch einer? Ich wollte gerade sagen. Oh, du musst noch hier ein paar Seelen ernten. Und da? Ja, eigentlich, ne? Also er heilt nur sich selbst. Okay, gut, dann wissen wir da jetzt Bescheid. Ja, das reicht jetzt auch erstmal. Wir haben angeblich eine Einheit verloren. Ich weiß nicht, welche das ist. Ihr es? Welche Einheit haben wir verloren? Es muss eine der Artilleriebesatzung gewesen sein, oder? Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. 149 Anhänger, her damit. Her damit! Hinterhalt wurde verhindert, die wilde Jagd beginnt. Und wir haben die Spruchrolle des Schutzes. Dann, okay, geiler Typ, hat jetzt die Kabel des Lanesh. Jo. Aber ich glaube tatsächlich, wir werden den jetzt wegmachen. Ich glaube, wir beseitigen den ein für alle Mal. Ne? Diese Typen sind einfach nur ätzend. Souls. Ja, okay. Drink in my excellence. Just a sample. Ich muss aber tatsächlich eine Sache sagen, die ich jetzt, also jetzt nochmal vielleicht ganz kurz, wir sind bei 44 Minuten, ist egal, wir machen heute ein bisschen länger dann, ne? Eine Sache, die mich ein bisschen nervt an diesem Skillsystem. Also, ich verstehe den Punkt dahinter, dass man sagt, okay, du arbeitest dich hoch, deine Einheiten gewinnen an Erfahrung, du wirst immer besser, bla 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 bla. Wir wollen nicht, dass du von Anfang an direkt schon Stufe X Helden hast, sondern die müssen das halt erstmal durch Erfahrungspunkte oder so kriegen, Roleplay-Element von mir aus. Ich fände es tatsächlich besser, gerade wenn du so viele Charaktermodelle hast, wie wir jetzt hier spielen, ne? Das ist ja einfach nur noch, ich könnte ja, also ich bin ja ständig dabei, einfach irgendwelche Punkte zu vergeben und ich erkläre das ja dann immer auch, weil ich denke mir ja was dabei.
Und ich fände es tatsächlich echt wirklich besser, wenn du hingehen würdest und würdest sagen, okay, pass auf, wenn man hier Todesland ist. Ja, mach kein Kriegsschrein, sondern Chaos. Und du hast einfach bei diesen Helden, du hast 20 Punkte zur Verfügung, du rekrutierst sie einmal 20 Punkte und dann sind die fertig geskillt. Immer. Und du kriegst nichts anderes dafür und so, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil es ist im Endeffekt ein bisschen, es ist im Endeffekt irgendwann ein bisschen nervig, wenn du halt das immer und immer wieder, jede Runde immer nur so einen Punkt machen musst oder so. Und dann könnte man halt machen, du steigst halt 5 Level auf und dann kriegst du, nach diesen 5 Leveln kriegst du dann 5 Punkte, die du dann halt auf einmal vergeben musst oder so. Das ist ein bisschen besser. Aber tatsächlich, ich fände es besser, wenn du diese 20 Skillpunkte hast und wenn du dann Level 10 erreicht hast oder so, dann könntest du die alle nochmal neu vergeben, wenn du wollen würdest oder so. Und dann vergibst du halt 25 oder so. Na, also dass das halt nicht immer so jede Runde gemacht werden muss. Ich finde das ein bisschen blöd tatsächlich. Will ich mir jetzt hier tatsächlich überhaupt irgendwelche Einheiten nehmen? Weil wir können nochmal die Arti nehmen, ne? Also die würde ich mir nehmen tatsächlich. Die auch. So, das war eine sehr, sehr einfache Sache. Okay, die Anhänger nehmen wir noch mit, warum nicht? Wir wollen ja den Typen loswerden. Den Freibeuter von Port Royal. Und tschüss. Jetzt nicht mehr die Freibeuter von Port Royal. Das sind jetzt unsere Knechte. So, dann brauchen wir den Klingenschild. 78 Nahkampfabwehr. Was? Plus 12? Boah, okay, plus 12 ist das tatsächlich sehr viel. Also, wow, okay. Das ist wirklich viel. Ja, genau. Also, ich war da auch vorhin stehen geblieben, ne, bei dem Punkt, wie die Fraktion Slaanesh halt so aufgebaut ist, ne? Mit diesem hoher Nahkampfangriff, fast keine Rüstung, niedrige Nahkampfabwehr. Das ist in Kombination, und das habt ihr mir ja auch geschrieben, ihr habt die Fraktion ja auch mal gespielt, ohne dass es da irgendwie, oder beziehungsweise ohne dass ihr in einer. Ohne dass ihr in einer besonderen Form dieses Let's Play hier nachgeahmt habt. Deswegen ist tatsächlich Slaanesh auch so schon relativ herausfordernd, ne? Weil du tatsächlich schon. Lass mich mal ganz kurz gucken, was hat denn der. Was hat denn der Garnison? Wir haben keinen Magier drin, ne? Das ist noch nicht so ganz das Ding. Bleibst du noch hier in der Nähe? Ist vielleicht okay, ne? Dass wir da zu zweit sind. Ich glaube, warte mal, das ist nur die Stufe 6-Tante. Hui! Warte mal, könnte ich Tor Ivresse einnehmen? Bisschen arg wild, ne? Immerhin, ich könnte ihm eine Fernkampfeinheit wegnehmen. Oh, meinst du es ernst? Alter, Vater. Handmaiden of dark delight. It would breach my vow. Any moment. Käfig des Wächters, das ist das Ding, was der dann bei uns angewendet hat, mehrfach, ne? Ja. Ja, und ne, also deswegen ist das tatsächlich recht herausfordernd. Ne? Du bist super anfällig gegen die Fernkämpfer, weil die Einheiten so wenig Rüstung haben. Du bist super anfällig gegen Nahkämpfer, gerade gegen eine Überzahl an Nahkämpfer, weil du so wenig Nahkampfverteidigung hast. Du bist anfällig gegen Charaktermodelle, klar, weil wenig Nahkampfverteidigung sowieso.
Das ist einfach so eine. Also, du musst immer versuchen. Das ist bei Slaanesh, wenn du sie Vanilla spielst, so. Ja, auch generell, wenn du sie so spielst, dass du nach Möglichkeit. Okay, wenigstens hat er Lioness. Doch, der hat Lioness angegriffen. Alter, was? Wie hat er das denn geschafft, Alter? Wow, okay, krass. Bellacom muss echt der Bro sein. Oder er löscht sich jetzt gegen Louis weg. In jedem Falle, also, du musst dann halt natürlich krass die Killspeed erhöhen, weil sonst schaffst du es nicht. Und einen, weiß ich nicht, und wenn dein Nahkampfangriff 6 Punkte höher ist als die Verteidigung vom Gegner, reicht das in der Regel nicht für so eine überproportional hohe Killspeed. Will also heißen, im Endeffekt wirst du viele Einheiten verlieren, sehr hohe Verluste haben. Wir holen uns hier, glaube ich, noch so einen Hexer. Auf die 3 ausbauen. Go. Boah, Leute, dann könnten wir eine zweite krasse Armee aufstellen. Mit Meister Leder als Kommandant, ne? Das wär's doch. Dann machen wir hier an der Stelle Schluss. Und ich freue mich auf den nächsten Part mit euch in diesem Sinne. Macht's gut, Pax Vobiscum Valete. Und ihr kennt das ja. Wahrscheinlich habe ich nächste Runde schon Tralinia eingenommen.